Der letzte Vortrag auf der Maker Stage, der letzte Vortrag der Make Munich am Sonntag. Valentin, du darfst das große Finale machen, ganz wunderbar. Und ich freue mich besonders, dass Professor Valentin Bontes van Beek jetzt diesen letzten Vortrag hier hält. Valentin ist Professor an der Hochschule München für Architektur, hat vorher natürlich unter anderem auch mal eine Schreinerausbildung gemacht, hat an der AA in London studiert, hat sich dort auch selbstständig gemacht als Architekt und ist seit 2015 Professor an der Hochschule München. Und er wird uns zwei Projekte vorstellen aus seiner Lehre, darunter ein Masterprojekt, ein Bachelorprojekt, wo es um Constraints geht und um Dinge, die man fabriziert auf einer CNC-Fräse. Und da sind wir sehr gespannt, was das für Projekte sind. Okay, dankeschön. Okay, also this course was actually meant to be in English. Because this course is held in English. So I was going to do this talk in English and I hope that's okay with you. Unless you would like me to speak in German. Lieber auf Deutsch, obwohl das alles auf Englisch ausgerichtet ist. Aber ich kann auch auf Deutsch reden. Wie ist das denn? Schlechte Frage. Aha. Wie dem auch sei. Also die Texte sind alles auf Englisch. Ich kann es auch versuchen, ich kann ja switchen. Wie dem gesagt. Also die Kurse heißen Depending Structure and Replica Structure. Das sind zwei unterschiedliche Kurse. Das eine ist ein Masterkurs und das andere ist der kleine Bruder und der nennt sich Replica Structure, was ein Bachelorkurs ist. Und wir sind von der Hochschule München, das ist unser Stand. Das ist ein Konglomerat von unterschiedlichen Fakultäten, die Designer, die Sozialwissenschaftler und so weiter, das Strassig Center. Und das ist meine Kollegin Silke Langberg und der Nico Berchtold, die ihr Reparaturkurs dort zeigen. Auf der anderen Seite gibt es Seminare und Workshops, die auch noch um 17 Uhr weitergehen. Und das ist unsere Seite, wo in erster Linie Replica Structure Objekte und Chairs rumstehen. Das ist meine Kollegin, die den ausprobiert, netterweise. Okay, also diese beiden Kurse. What do we do? We build things out of 12 mil plywood, also aus 12 mm Multiplex, at one-to-one scale, also im wirklichen Maßstab, with the application of a CNC machine. Das ist das Material und wir bauen nur aus diesem Material in erster Linie. Why do we do that? Warum machen wir das? To learn how to design and to build. Das ist eigentlich wirklich unser Interesse. By creating constraints. Constraints heißt Einschränkungen. Of material, scale, site, cost, time and application. Also das sind unsere Einschränkungen, wie im wirklichen Leben, like in the real world. Das ist ganz wichtig, dass wenn man unterrichtet, dass man versucht, eine gewisse Einschränkung herzustellen, die sich irgendwie übertragen lässt, damit für die Studenten es eine Möglichkeit gibt, dort eine Beziehung herzustellen. How do we do that? We build a lot of models. Das heißt, die Modelle, die wir bauen, können reagieren. Das heißt, für jeden, da muss ich nicht besonders viel erklären, man kann die Modelle anschauen, man kann sie testen und die vermitteln sich fast automatisch. Und das sind ganz einfache Modelle, die haben Maßstab, die haben irgendein kleines Ding, die sind aus Karton, die werden dann aber auch teilweise 3D modelliert und diese Modelle werden dann übertragen in den 1:1 Maßstab, in einen großen Maßstab, in Gruppen und dann werden sie eingesetzt in irgendetwas. Jetzt muss ich aber zurückgehen, 10 Jahre. Ich habe vor 10 Jahren angefangen oder vor 11 Jahren angefangen in einem Workshop in England, in Dorset, der eigentlich von Frei Otto entworfen wurde, aus Restholz. Das war in Hook Park. Und dieser Workshop hatte eine CNC-Maschine aus den 70er Jahren, die niemand benutzt hat. Und ich hatte nicht viel Zeit, diesen Kurs zu machen. Und ich dachte, ich kann auch nicht allen Studenten beibringen, wie man Schreiner ist, in so kurzer Zeit in der Architektur. Also habe ich gedacht, benutzen wir die CNC-Fräse und versuchen daraus Sachen zu machen. Und der Kurs hieß Pending Structure. Nicht Depending, sondern Pending. Und wissen Sie, was Pending heißt? Pending heißt zwischendrin.
If there's something pending, then it's outstanding. It means it's not there. It's not here, it's not there, but it's hanging. Es ist in der Schwebe. Und ich habe gesagt, wir wollen Strukturen entwickeln, die in der Schwebe sind. Die müssen sich nicht verkaufen lassen, die müssen nicht richtig funktionieren, aber die müssen ein Kriterium oder mehrere erfüllen. Und das ist das, wie gesagt, die ich vorhin benannt habe. Und in diesem Workshop haben wir angefangen, Sachen zu bauen, die sich dann so einsetzen. Das sind spielerische Objekte, die nicht unbedingt funktionieren müssen, aber sie funktionieren natürlich. Das ist eine Rutsche und ein Tisch. Und die werden auch abused. Die werden auch richtig rangenommen, denn sie müssen ja irgendwie im wirklichen Leben funktionieren. Die sind dann teilweise noch viel spielerischer. Und wir haben wahnsinnig viele CNC-Frästests gemacht. Damals hat es sehr lange gedauert, mit einem 6 mm Drillbit, also einer Fräse, diese Sachen auszufräsen, um die Oberflächen hinzukriegen. Also ganz viel experimentiert. Das waren sehr skulpturale Sachen, bis wir angefangen haben zu definieren, was das sein könnte. Und als ich angefangen habe hier, 2015, haben wir das ein bisschen mehr definiert. Und der Kurs ist auch an der Hochschule München in Englisch und wir haben das so genannt. Is there beauty in the tight fit? Where lies the detail? We will design and build structures at a one-to-one scale and deploy them in a public location in and around the school. The construction will address sculptural, utilitarian and structural qualities to challenge the permeability and inhabitation of a space within a space. The depending structure will be of a parasitic nature, opportunistic but not hostile. Also ich hoffe, Sie verstehen das. Es ist eine Art Parasit, die opportunistisch ist, aber eigentlich sehr liebevoll. Und das war sozusagen unser Mission Statement. Und dann das sind Arbeiten von diesem Masterkurs aus den letzten paar Jahren. Und was interessant war, dass die Sachen, die wir hier gemacht haben in München, plötzlich sehr viel präziser wurden und auch viel technischer. Das heißt, diese Objekte, die wir entworfen haben, haben sich in den Kontext eingedockt. Ja? Die haben so eine Art angefangen, die zu umschlingen, ganz präzise. Und aber auch, wie gesagt, vorsichtig. Also man sieht, wie wir die bestehenden Schrauben und Muttern angefangen haben zu umarmen. Und all das auch ohne Kleber. Das heißt, dieses ganze Ding ist so wie ein Puzzle zusammengesteckt und hat einen Ort aktiviert, der vorher eigentlich nicht aktiviert war. Das war ein Restort, wo eigentlich Müll rumlag. Und das ist ganz schön wild geworden, das Ding. Und das haben drei Studenten zusammengebaut. Wie gesagt, alles ohne Kleber. Das musste dann aber leider abgebaut werden, dass sich jemand verletzt in den Semesterferien. Aber das ist ja immer so. Nochmal ein bisschen schneller. Wie dem auch sei. Es gab andere Sachen, die sich in die Natur mit eingesetzt haben. Und vielleicht was Interessantes, der Prozess, um das wirklich passend zu machen. Also es geht natürlich um eine Übersetzung und auch sich irgendwie in den Ort einzupassen. Und um sich in den Ort einzupassen, mussten wir, das war ganz interessant, diesen Baum scannen. Also Sie sehen hier, wir mussten uns da hinsetzen, haben den fotografiert, den gescannt und dann gedruckt, 3D gedruckt. Dann haben wir gemerkt, das passt wieder nicht und dann mussten sie es im Baum selber anpassen. Also es ist ein ganz schöner Prozess der Übersetzung, also der Translation und der Annäherung. Ja. Also in jedem Teil der Schule konnte man sich irgendwie reinhängen und reindocken. Und was wir halt gemacht haben, also auch als Laie, wenn du ein Student bist, der nicht besonders gut bauen kann oder nicht besonders gut Structures versteht oder auch nicht gut Mathe kann, das muss ja eh nicht jeder. Man denkt immer, Architekten müssen gut Mathe können, stimmt gar nicht. Die müssen gut Modelle bauen können und vielleicht dann Modelle analysieren können. Also die müssen gucken, wie sich das Modell verhält. Und es muss im Maßstab sein, damit man weiß, wenn es im Kleinen so ist, dann wird es im Großen so sein. Und hier, das ist mein Kollege David Kudja, mit dem ich zusammenarbeite, der leitet das Modellbaulabor und ist ganz fantastisch. Und wir tauschen uns aus, wir leiten diesen Kurs zusammen. Und ja, das sind einige kleine Modelle. Da gibt es Evolutionen von diesen Dingern, die sich da ransetzen und die werden dann getestet. Ja? Also zum Beispiel dieses Ding hat sich an diesen
diese zwei L-Sections rangesetzt und dann muss man sich halt dranhängen, um zu gucken, ob das geht, und dann muss man den Joint, weil unsere Fräse ist ganz klein. Also wir haben nur eine Fräse, die ist ungefähr so groß auf so groß. Also 1,10 als auf 1,30. Das ist wirklich nicht groß. Und dann muss man aber gucken, wie man so einen Riesenarm da irgendwie hinbastelt. Und dann muss man den, da gibt es so schöne kleine, das sind eigentlich Japanese Joints. If you see, so zwei Schwalbenschwänze und dann so ein Ding und dann diese Flöcke da rein. Und Testing, weil wir haben das natürlich dann keine Insurance dazu, aber wie gesagt, es hält, es hängt immer noch. Und das waren zwei Austauschstudenten aus der Schweiz. Das hat denen gut gefallen. Die haben da sogar, die haben gemeint, das war so toll, dass man in München überall Bier trinken kann, dass die da so einen Bierhalter in die Mitte mit reingebastelt haben. Und das war auch ein Ort, der eigentlich nicht aktiviert war. What? C'est allemand. C'est allemand, yeah. Oui. That's more romantic. Hollywood-Schaukel. Das war Boyfriend und Girlfriend, die haben das auch zusammen gemacht, den Austausch. Die kamen aus Freiburg, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist so eine Anzahl von Modellen, die wir gebaut haben. Und wir haben dazu auch Zeichnungen gemacht. Das heißt, die Übersetzung von dem Modell bis in die Zeichnung bis hin zur Darstellung. Also nicht nur Structural-Zeichnungen, also Sachen, die zur Analyse funktionieren, benutzt werden, sondern auch zur Darstellung schlussendlich. Und ich möchte eigentlich gerne über den Prozess dieser beiden Objekte berichten, die mit Fleiß und viel Handwerk dort angedockt worden sind und dann auch benutzt wurden. Und ich gehe jetzt mit dem vielleicht dem einer der einfachsten Projekte, werde ich versuchen, I'm going to try to go through this and explain this to you. So this is a leftover of a previous thing. I have no idea where this comes from, but it's right in the middle of the park of our school. And we can't get rid of it because it's very heavy. It's concrete. And it's quite awkward, and you will see why. So this is the park, das ist der Park, also das ist so vor unserer Schule. Und diese beiden roten Dinge sind diese Betondinger. Und die sehen ungefähr so aus. Und die Studenten haben gesagt, da wollen sie andocken. Und das war eigentlich so diese Füllung, diese Cavity-Füllung, so wie beim Zahn, wo das Loch ist, um das zu füllen, um das auch, da kann man sich dann draufsetzen. Und das war vielleicht so die Vision, die sie hatten, um damit umzugehen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ups, dann, das wurde dann, wie gesagt, aufgemessen. Dann haben sie sich so eine Art Purpose, also eine Mission Statement gemacht. Und dann haben sie diese Konzepte entwickelt, wie man das auffüllt, die Elevation, die Ansichten. Und das wäre dann sozusagen das Ding, was da reinkommt. Da ist eine gewisse handwerkliche Voraussetzung gegeben, aber auch eine Präzision, denn die Dinger sind auch nicht ganz eben. Und structural natürlich. So it's actually a real serious structural task to make this thing stand and look good. So they've done that. They tested it first in a model, then in a small model, then in a bigger model, and they made actually 15 different versions because it's so simple that you actually don't know what to do with it, right? This is one of the most simple ones that we have. Und das haben sie dann so reingesetzt und das Ding steht auch immer noch. Das hat jetzt, glaube ich, anderthalb Winter überstanden und es weiß keiner so richtig, was man damit macht, außer sie sitzen natürlich immer Leute drauf, finden das wunderbar. Und es sieht auch irgendwie ganz geschmeidig aus, wenn man sich das überlegt. Und Sie sehen natürlich diese ganzen kleinen Verbindungen, wie das Ding sich zusammenhält. Das andere Ding, das brauchen die Geoinformatiker, dieses blaue Ding in der Mitte, um den Park zu vermessen. Das steht auch bei uns darum. Und die Studenten wollten das als als Structure, als Base für ihre Wippe benutzen. Die haben die Wippe entworfen und das Interessante an der Wippe ist, man denkt, eine Wippe sei sowas ganz Einfaches und das war sozusagen deren erster Take. Also anybody who looks at structures, who has understanding about how this works, know this totally doesn't work, right? So this is not something you can do. But I didn't have to tell them, they could just test it and they realized, oh, let's make it better. We can make it slimmer, we can make it a bit more sexy, maybe we want to hold on to something. But there's a lot of wood. Our CNC is only this big. We only have so much time. The stuff costs a lot.
So what do? We build another one, make it even slimmer. Maybe that's a bit too slim. Das heißt, dieser Prozess von Trial and Error, immer wieder was Neues probieren, ist eigentlich ganz osmotisch. Das heißt, die Lehre funktioniert im Modell. Die bringen was, wir testen das, besprechen das, erkennen die Fehler. Wahrscheinlich ist das bei Audi genauso. Ich weiß nicht. Aber bis wir zu einem Punkt gekommen sind, wo wir einfach keine Zeit mehr hatten und wir mussten sagen, okay, das ist unser letzter Stand, sieht einigermaßen okay aus, lass uns das bauen. Und das war sozusagen dann das Ding. Und am Ende ist ihnen aufgefallen, dass eigentlich die Wippe gar nicht so, also das Ding, der nicht so das Schwierige war. Das Schwierige war eigentlich dieses Gerät, was das zusammenhält, ne? Wie man diesen Wipp, diese Verbindung herstellt. Ja? Weil das ist nämlich, das ist nicht einfach nur so aufgelegt oder sowas Rundes. Ne? Wir haben ja keine Achse. Das sind die ganzen Kinder schon. Von den Professoren mit den Studenten. Ich gebe das zur Mama, okay? Und das war das Gerät. Ich wusste das auch nicht, dass das Zahnräder sind. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und wie gesagt, wie kann man jetzt ein Zahnrad an diesen E-Träger stabil befestigen aus einem Material, dass das auch aushält, ne? Das musste es ja irgendwie festhalten und hacken und so. Naja, wie dem auch sei, die testen das und die figuren das raus. Also unsere Studenten sind da wirklich sehr erfinderisch und amazing. Also die packen das ziemlich gut und mit wieder mehrfach Trial and Error. Wir haben das natürlich nicht aus MDF gemacht und auch nicht aus Plywood, sondern aus einem Kunststoff später. Und wir haben das dann auch berechnet, damit wir allen Leuten, die sich Sorgen machen, wie in so Schulen gibt es immer Leute, die kommen und sagen, wir machen uns Sorgen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen sich keine Sorgen machen, das ist schon okay. Und wir können das auch ausprobieren. Und dann haben wir das, wie gesagt, gebaut. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, die ganzen Leute, die zu unserem Stand gekommen sind, fragen sich immer, ob wir dann auch irgendwie sustainable sind, ob wir auch irgendwie überlegen, ob sich das rechnet und umweltfreundlich und lalala. Und das ist auch richtig. Und das Einzige, was wir den Studenten sagen, also bitte nicht so viel Verschnitt. Und da kommt uns die kleine CNC-Fräse ganz gelegen, denn diese drei Sheets bauen eine ganze Wippe. Das ist doch eigentlich amazing. Also wir haben wirklich wenig Verschnitt gehabt hier. Und da haben die ziemlich lange dran gebraucht, um diese Cookie-Sheets dort drauf zu packen. Und dieses Bewusstsein ist sehr gut, glaube ich, für Studenten und auch für Professoren, sich zu überlegen, wie machen wir das billiger und wie passt es. Und dann mussten die das zusammenbauen und die haben das auch wunderbar gemacht. Und man sieht, dass dieser ganze Prozess vom Kleinen bis zur Idee, von der Idee bis zum kleinen Modell, bis hin zum Testen, bis zu den Details, dann am Ende wirklich auch in einem Handwerk endet, bis zu einer kleinen Dremel, um diese Verbindung wirklich hinzukriegen. Und die waren auch wirklich total klasse. Also das waren dann am Ende Zahnärzte, um das Ding zusammenzubauen. Und there you are, that's the final piece. And we had to remove it, because the Geoinformatiker had to use their testing piece again. And the only thing that's left are these two pieces. So they left it as a memory for the afterworld. And it's actually quite nice. So now I'm going to talk for a short moment, even though actually I didn't prepare much on the things that you could see at the stand over there. And it's about this chair. Vielleicht haben einige von Ihnen diesen Stuhl gesehen, der bei uns auf dem Stand steht, und viele haben gefragt, wie kommt das denn, wo kommt das her? Die Aufgabe war für die Studenten, einen Stuhl von irgendwelchen Designern zu nehmen und den zu übersetzen. Und zwar wieder in das 12 mm Multiplex. Und diese Gruppe von Studenten haben diesen wunderbaren Dieter Rahms Stuhl genommen und haben auch angefangen, erst den ersten, den sie gebaut haben, war einfach so eine visuelle Simulation, nicht? Also grauer Kart und schwarzer Filz. Und dann sieht das schon so aus. Hat aber natürlich überhaupt nicht funktioniert. Der ist sofort zusammengeklappt. Und wieder durch diese Iteration, diese Step-by-Step, haben wir angefangen, zu uns zu überlegen, wie können wir die Form dieses Stuhles, die man so wunderbar sieht, also das ist Kunststoff, eine Kunststoffschalung mit einer
irgendeinem Polster oben drauf und diesem Cast Structure underneath, diese gegossenen Unterstruktur, die sehr dünn und auch sehr elegant ist. Und das ist natürlich extrem schwer, das im Holz nachzubauen, dass das auch hält, nicht? Also das sind ja wirklich sehr wenig. Und die haben sich auch sehr schwer getan, das zu machen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen dicker, die Lippe ist alles sehr klobig. Aber ich muss sagen, diese Patterns, die da drauf sind, haben nur was mit der Form zu tun in erster Linie. Das hat nichts mit Ästhetik zu tun oder mit das Hübsches, sondern es hat, und wir haben das endlos probiert. Und das Interessante an der Sache war, ich habe mit David oft darüber geredet, wie schaffen wir das? Wie kriegen wir das hin, dass das auch irgendwie wobbelt? Und der David ist so einer, der das nervt ihn, wenn er das nicht rauskriegt. Und dann irgendwann an einem Samstagnachmittag, wo ich nicht da war, hat er mir dann diesen Video geschickt. Hat er das am Samstag gefräst und hat dieses neue Pattern gefunden, das irgendwie dieses Polster simuliert, ja? Und es dauert eine Zeit, bis man diese Sachen ausfräst. Und dann hat er mir das geschickt. Und dann habe ich gedacht, das habe ich noch nie gesehen, ja? Also wie kriegt man so ein engineered plywood, ja? Das ist ja, plywood ist ja engineered, das ist ja eigentlich die, it wants to be stable and straight, ja? That's why door frames work, tables, alles ist plywood, ja? Oder laminiert, sagen wir mal so, weil das normale Holz sich ja warpt, ja? Sonst haben wir nicht diese Türrahmen sind ja nur so und so, damit das Holz sich nicht bewegt, und jetzt haben wir eben dieses laminierte Zeug, das gerade ist, und wir wollen das jetzt eben wieder destabilisieren. Und ja, wie gesagt, dann hat er mir das geschickt, und deswegen sitzt das jetzt in dem Stuhl, und deswegen haben wir das auch nicht berechnet, wie viele Leute darauf sitzen können, aber jemand mit, ich sag mal, 80 Kilo, das geht noch. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hatte noch einen kleinen Video vorbereitet, den unsere Fakultät gemacht hat über diesen ganzen Kurs. Über diesen Kurs, wo man die Sachen nochmal sieht. Ich hätte eigentlich gar keinen Talk halten müssen. Das ist eigentlich alles in 2 Minuten gut abgehandelt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Valentin, für diesen sehr spannenden, du hast ja ganz tolle Sachen gezeigt. Wie lange hatten die Zeit? Ein Semester? Ein Semester, ja. In einem Semester diese Teile gebaut. Nein, das sind ja auch Nebenkurse, also das sind 1,5 Stunden pro Woche, offiziell. Da habt ihr aber ordentlich viel Plywood durchgejagt. Ja, eigentlich weniger als früher, aber schon eine ganze Menge, ja. Sagenhaft, in einem Semester, unglaublich. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wen interessieren nochmal Details? Hallo, Anne Niederehe. Hallo. Mich würde interessieren, das ist ja auch so eine Arbeit mit Beziehungen und mit Orten und die auch neu definieren. Das wäre wunderbar, wenn solche schönen neu definierten Orte so in der Stadt München gibt. Es gibt ganz neuen Kontakt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also das ist ganz ein sehr guter Kommentar und ein guter Punkt. Also, aber das ist manchmal nicht so einfach, das alles noch mit ins Bewusstsein einzubasteln, denn man ist so beschäftigt und die Studenten sind so beschäftigt, dass das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Nein, das hat auch so funktioniert. Also ich muss dazu sagen, diese Dinge, die noch stehen, die werden auch teilweise, also die Wippe wurde immer benutzt, bis sie halt weg musste, und die Schaukeln, wie gesagt, das hat immer was mit Security zu tun und Safety. Aber es ist natürlich richtig, die aktivieren einen Ort mit einer spielerischen Funktion, die auch nicht befremden ist vielleicht. Ja, das stimmt. Das sind
Ja, mehr, danke. Müsste man mal die Studierenden rauslassen und ein Pending Structures Festival in München selber, raus aus der Hochschule. Auf jeden Fall. Wäre großartig. Ja. Genau, müssen wir die Landeshauptstadt dafür gewinnen. Ja. Ganz wunderbar. Gibt es noch Fragen jetzt dazu? Sonst, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Messe und wenn jetzt alle neugierig geworden sind, was jetzt da dahinter steht, dann sind die noch auf dem Stand der Hochschule München, gleich hier vorne ums Eck, kann man die nochmal angucken, vor allem auch den Chair mit dem Wobbly. Genau, mit dem Wobbling. Aber nicht draufsetzen, aber wenigstens mal angucken. Ja, und es gibt auch noch Workshops, um 17 Uhr ist, glaube ich, bei uns wieder ein Workshop, nicht von unserer Fakultät, aber von der Parallelfakultät, nicht? Also, aber genau. Wenn jemand sich noch tätigen möchte. Ja. Ganz wunderbar. Und dann, das war der letzte wunderbare Abschluss für unser Vortragsprogramm. Nochmal vielen Dank, Valentin. Und das war der Abschluss unseres Vortragsprogramms auf der Make Munich, letzter Tag, Sonntag. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke.